Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mars Horizon. Freut mich, dass du da eingeschaltet hast, lieber Edenaut. Ja, wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Das heißt, wir haben ja die erste Mini-Test-Rakete gestartet. Jetzt geht's weiter mit dem ersten künstlichen Satelliten. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir werden sehen. Rechts sehen wir ja noch, was wir hier machen müssen. Künstlichen Satellit hatten wir schon erforscht. Wir müssen jetzt Nutzlast, Fahrzeug, Missionsnutzlast und vollständige künstliche Satellitenmissionen erforschen hier. Das werden wir mal direkt machen. Wir sehen, wir haben keine Forschung hier. Gehen wir mal auf die Forschung und gucken, was wir brauchen. Ist das jetzt die Nutzlast hier? Mission, Fahrzeuge? Es wäre ganz nett zu sehen, kam mir so in den Sinn, wenn man wie wir jetzt hier, wir gehen mal gerade zurück, ja, sieht hier, erforsche Missionsnutzlast. Gehen wir hier rein, Forschung. Hier sind wir bei den Fahrzeugen, hier sind die Missionen. Nutzlast steht hier nur. Aber es wäre jetzt vielleicht ganz interessant, wenn man hier neben noch so einen kleinen Tooltip hätte, wird benötigt für die nächste Mission oder so, ja. Oder soll erforscht werden, damit wir weiterkommen. Machen wir das jetzt mal einfach und gucken, was passiert, wie lange wir dafür brauchen. Währenddessen könnten wir eigentlich, da ist der Mond, was können wir hier machen? Das wäre wieder erste Phase, ne? Dafür würden wir wieder Belohnungen kriegen, Wissenschaft und Meilensteinpunkte. Du hast nicht die erforderliche Forschung, hat die zum Start dieser Mission erforderlich nicht abgeschlossen. Okay, also wir sehen, die haben alle nur nix hier. So. Du hast nicht die erforderliche Forschung durchgeführt, um diese Mission zu starten. Das ist okay. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal Grundlagenforschung betreiben, damit wir dann irgendwann dahin kommen. Auf der Erde sind wir hier führend im Moment. Wir müssen gucken, bevor eine Nutzlast in die Umlaufbahn geschossen wird, ist es unerlässlich, die Abschussanlagen der Agentur mit suborbitalen Flügen zu testen. Das heißt, wir könnten ja eigentlich nochmal hingehen und während das alles erforscht wird, eine zweite aktive Mission. Du hast derzeit keine aktive Mission, weil der planetarische Körper im Sonnensystem aus, um verfügbare Missionen zu finden. Nee, ich hätte gerne nochmal eine zweite Rakete getestet. Weil wir haben noch ein bisschen Geld, um die einfach zu verbessern. Und um unsere... Ah, Spacepedia. Das ist was für mich. Hier kriegen wir halt... das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir sowas dann hier auch vorlesen sollen. So als Bildungsauftrag. Ne? Ära, Beginn der Raumfahrt. Sehr schön. Sehr schön. Oh, sowas liebe ich. Ich lese es mir auf jeden Fall durch. Du kannst ja dann sagen, ob wir das machen sollen. Diplomatie, nächstes Event. Könnten wir hier gucken. Forschung komplett. Ah nein, ich wollte doch gar nicht weiter. Das heißt, nun da die Mission des künstlichen Satelliten und die Nutzer erforscht sind, kannst du den Missionsplan starten. Wähle die Erde aus, um die Mission zu finden, aber beachte, dass du einen freien Missionsplatz benötigst, um einen neuen Missionsplan zu starten. Okay. So, das heißt, wir sollen die Erde anklicken. Teststart, künstlicher Satellit. Weiß nicht, wie weit die alle sind. Durchgeführt planst aber diese Mission nicht. Abgeschlossen, aber plant diese Mission nicht. Okay. Die haben die Forschung abgeschlossen, sind aber noch nichts am Plan. Das ist natürlich die Frage. Hier war das, ne? Meilenstein, du hast diesen Meilenstein erreicht. Okay. Können wir das immer nur einmal machen? Hier haben wir auch noch Teststart, atmosphärische Probennahme. Aha, hier werden... Ah, jetzt verstehe ich das. Guck mal. Weil wir natürlich so gut waren und unsere Rakete gut funktioniert hat, ja, kriegen wir jetzt natürlich auch Anfragen, durch die wir Forschung und dann Reputation bekommen, ne? Anfragenmissionen sind eine großartige Möglichkeit, die Ressourcen deiner Agentur zu ergänzen, vor allem, da sie keine weitere Forschung erfordern. Nur einen freien Missionsslot. Jede Anfragemission ist nur für eine bestimmte Zeit verfügbar und kann im Gegensatz zu Meilensteinmissionen nur einmal versucht werden. Je mehr Meilensteine du abschließt, desto mehr Anfragen werden verfügbar. Genau das wollte ich machen. Zwischen der Forschung und ich habe natürlich auf den Button geklickt. Sollen wir mal gucken? Wir planen jetzt mal. Können wir das machen? Mission planen. Fahrzeug wählen, Design ein, ne? Gucken wir mal. Höhenflugrakete. Die haben wir ja. 2 Monate Bauzeit, 80.000, 40% Zuverlässigkeit. Nun, da du einen Booster ausgewählt hast, ist es an der Zeit, eine Oberstufe zu wählen, die Nutzlast tragen kann. Ja, fortfahren. Booster, Oberstufe, Level 1. Haben wir ja.
Okay. Sollte so passen. Bestätigen. Fahrzeug bauen. Zum Sonnensystem gehen. Nein, zu Mission Control. Zurück. Das heißt, jetzt müssten wir hier auch bei den Meilensteinen hier mal weitermachen. Gucken wir mal, keine Missionsslots verfügbar. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal Forschung, Missionsnutzlast, haben wir das hier auch. Tiere im Weltall. Aha. Die gute alte Leica. Gebäude, Raketentestrampe, Forschungslabor. Hier haben wir Montageanlage für Raumfahrzeuge. Fahrzeuge, Booster, Topaz, Booster Emerald. Ich glaube, die hätten wir auch ändern können, oder? Aber das wollte ich halt, genau das wollte ich. Noch ein paar Mal so eine Rakete starten, einfach damit wir halt die verbessern. Dass sie immer besser und besser wird und irgendwann dann auf 100% ist. So, jetzt lass mal gucken hier. Kleine Startrampe, die hatten wir schon gebaut. Fahrzeuge, Mission, was vielleicht hier drin? Boost, Fachkenntnisse, was? Fachkenntnisse übersteigen ihr Potenzial, Moment, schätze ich mal. Da steht nur Übe. Wir können es ja auch noch nicht. Ist ja zu hier. 2 von 10. Schätze mal, wir müssen das hier erst komplett erforschen. Nutzlast ist alles da unten. Nutzlast, Esen, Nutzlast, Pioneer. Mission Mondumlaufbahn. Da brauchen wir noch gar nicht. Das brauchen wir noch gar nicht. Aber was haben wir denn hier? Und aus dem Sonnenstrahlen auf die obere Atmosphäre in der Erde zu messen. Ja, das haben wir ja hier. Ich schätze mal, deswegen können wir das gerade nicht machen. Dann Überprüfung der Finanzierung. Im Bala fertiggestellt in 2 Monaten. So, Missionsfahrzeug. Fahrzeuge wäre ja hier. Aber wo ist hier das Missionsfahrzeug? Das verstehe ich gerade nicht. Hier steht der Fahrzeug, weil hier ist ja nur... Wüsste nicht, was wir hier jetzt erforschen sollen. Das sind alles nur Booster. Forschungslabor, Raketentestrampe, Montagelabor. Ist das hier unten? Mission Control, Notstromgenerator, Forschungslabor, Astronautentraining, mittlere große Startrampe. Nein. Menschen im Weltraum, Satellitenbildgebung. Ich sehe jetzt gerade nichts von wegen, was wir da erforschen sollen. Da müssen wir mal gucken. Würde ich sagen, bevor wir nichts erforschen, können wir jetzt erstmal, bevor wir in den Mondumlauf gehen, müssen wir vielleicht Tiere ins All bringen. Machen wir mal das. Wir forschen hier jetzt einfach. Ja? Die Imbala ist in 2 Monaten fertiggestellt. Machen wir das mal. So, was ist jetzt? Das ist fertiggestellt. Unsere Ingenieure haben berichtet, dass der Bau der Trägerrakete ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen wurde. Kein Effekt. Start vorbereiten. Genau das wollen wir. So, Training nicht verfügbar. Ist ja unbemannt. Dies haben wir 40%. Das ist schon gut. Startdatum. Was haben wir denn hier? November, regnerisch, Februar. Das wird aber lang dauern, ne? Wir nehmen mal Dezember hier. Eine Strafe für Startzuverlässigkeit. Datum wählen. Missionssetup bestätigen. Zum Sonnensystem gehen. So, jetzt könnten wir hier nicht in der Forschung. Weil wir das jetzt gemacht haben, schätze ich mal, sind wir bei unseren Hauptmissionen hier. Laufende Mission. Fahrzeuge. 40% Startvorbereitung ist alles dran. Die andere kann ich jetzt gar nicht sehen. Das ist natürlich fies. Das dauert jetzt 3 Monate, bis wir zu dem Event gehen. Dann werden wir das mit dem, guck. Tiere im Weltraum. Teststart, atmosphärische Probennahme. Bereit zum Starten. Dann werden wir das mit dem Satelliten natürlich nicht mehr schaffen. Aber das ist nicht schlimm. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir sowas dann, ne? Das wird nachher immer interessanter, je mehr wir da durcheinander bauen und starten. Du hast keinen Ausbildungsbonus ausgewählt. Für diese Mission wurde kein Ausbildungsbonus. Okay, jetzt wird es wieder laut. Achtung. Das mache ich, glaube ich, ein bisschen leiser dann. Kann ich die ja runterstellen. Mal gucken. Ungefähr bei Minute 10. Alles klar. Es ist dunkel. Starttag im Babala. Alles klar. Dezember 57. Ist ja nur so ein kleines Ding. Das ist ja nur so ein kleines Ding. Macht trotzdem Krach wie Sau.
44%. Ja, dann ab die Luzi. Achtung, es wird laut. Es wird wirklich laut. Weil die Rakete startet. Oh, kennen wir ja schon von der ersten. Aber ich finde sowas immer sehr, sehr faszinierend. Sehr, sehr faszinierend. Ja. Sehr, sehr faszinierend. Triebwerksausfall während des Fluges. Kritischer Misserfolg. Fahrzeug ist zerstört. Nein! Was? Oh, na toll. Und dafür haben wir den Satelliten sausen lassen. Super. Aber hey, sie ist auf Level 2. Wow. Wow. Verdammt. Verdammt. Super. Jetzt können wir wieder eine Forschung machen. Gebäude. Frage ist was? Ich würde jetzt gerne erstmal zu den Missionen gehen. So. Welche planetarische Körper? Wir müssen ja mal hier drauf gehen, ne? Künstlicher Satellit. Das möchte ich. Wir haben noch gar nicht Mission planen. Hier, so. Wähle eine Nutzlast für diese Mission. Fortfahren. So, was haben wir denn hier? Die Missionsnutzlast wird von deinem Startfahrzeug in den Weltraum getragen und in Missionsaufgaben verwendet, die nach dem Start auftreten. Okay. Nutzlastbewertung ist eine Gesamtbewertung, die auf den Modulen der Nutzlast basiert. Weitere Einzelheiten zu den Modulen der Nutzlast und zu den Aufgaben der Mission findest du, indem du unten auf die Schaltfläche weitere Informationen klickst. Das heißt hier, jetzt gucken wir erstmal Nutzlastzuverlässigkeit 65%. Besatzungskapazität 0, Startleistung 4, Masse 40 Kilo, Bauzeit 2 Monate, Kosten 100.000. Okay. Ein kleiner zylindrischer Satellit, der grundlegende Röntgen- und kosmische Strahlungsdetektoren trägt. Dann lass mal gucken. Nutzlastzuverlässigkeit ist eine wichtige Nutzlaststatistik, bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzlastmodule während der Missionsaufgaben fehlerfrei arbeiten. Eine höhere Nutzlast macht die Missionsaufgaben im Allgemeinen einfacher zu erledigen, ist aber manchmal ein Opfer wert, das man für bessere Module oder günstigere Baukosten bringen kann. Sag mal hier, beachte, dass die Masse der Nutzlast das für die Mission erforderliche Trägerfahrzeug bestimmt. Die Kapazität der Oberstufe des Fahrzeugs muss groß genug sein, um die Masse der Nutzlast aufzunehmen. Okay. Für jede Missionsnutzlast stehen Varianten zur Verfügung, mit denen die Nutzlast für deine aktuelle Mission weiter angepasst werden kann. Jede Variante hat Stärken und Schwächen im Vergleich zur Standardversion der Nutzlast. Das heißt, hier gibt es auch andere. Reduzierte Nutzlastzuverlässigkeit, verbesserte Kommunikationsmodule, geringere Baukosten, weniger Zuverlässigkeit und hier erhöhte Leistung, erhöhte Baukosten. Ich würde mal sagen, was haben wir denn hier? Planetare Beobachtung, Kurzstreckenkommunikation. Nutzlastmodule werden zur Generierung der Ressourcen verwendet, die zur Erfüllung der Aufgabenziele in der Mission erforderlich sind. Okay, je höher die Modulbewertung, desto mehr der damit verbundenen Ressourcen wird es generieren. Zum Beispiel wird ein Kurzstreckenkommunikationsmodul mit einer hohen Bewertung mehr Kommunikation erzeugen. Aha, also ist es wirklich wert, die hier immer höher zu treiben und immer besser und besser zu machen, ne? So, Nutzlast bauen. Unentdecktes Merkmal. Ah. Wie bei Fahrzeugen liefern deine Ingenieure nach Fertigstellung einen Konstruktionsbericht über die Nutzlast. Dazu können Merkmale gehören, die deine Wahl des Fahrzeugdesigns im nächsten Schritt beeinflussen können. Natürlich. 150.000 haben wir. Können wir bauen. Also bauen wir das Ding mal. Februar 58. Das heißt in 2 Monaten. Bauen, ne? Erforscht haben wir es, jetzt müssen wir das Zeug bauen und dann vollständig künstliche Satellitenmission. Können wir hier noch irgendwas? Wir könnten ja eigentlich mal einen besseren Booster bauen, oder? Wir haben im Moment den hier, ne? Kapazität 400 Kilo, Startrampe klein, 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 Topaz, Zuverlässigkeit 60%, plus 3% pro Level, eher plus 2% pro Level. Eine kleine Festbrennstoff-Oberstufe, die lediglich Basissatelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen kann.
Leistungsstarke frühe Rakete mit flüssigem Treibstoff, die von einer interkontinentalen ballistischen Rakete abgeleitet wurde. Okay. Ich würde mal sagen, hier, den Jupiter Booster erforschen wir jetzt. So, auf zur Raketenwissenschaft. Nach der Analyse der Daten deines kürzlich fehlgeschlagenen Teststarts haben die Forscher mehrere Verbesserungen identifiziert, die an deiner Booster-Technologie vorgenommen werden können. Manchmal lernen wir mehr, wenn die Dinge explodieren, kommentierte ein besonders enthusiastischer Ingenieur. 150 Wissenschaftler, ja, trotzdem war das ein Griff ins Klo. Das war uiuiuiui, ne? Die Leistung deiner Agentur in den letzten 12 Monaten wurde überprüft und dein Budget wurde entsprechend angepasst. Okay, das heißt, derzeitiger Rang plus 75.000 pro Monat. Nächster Rang 100.000 pro Monat. Heißt, plus 125 seit vorherigem Budget. Okay, machen wir. Sehr gut. Dein erster Meilenstein-Herausforderung ist jetzt verfügbar. Sekunde mal bitte. So, was für ein Meilenstein ist das denn? Dies sind optionale Ziele für deine Agentur, die das Erreichen bestimmter Meilensteine als Gegenleistung substanzielle Belohnungen beinhalten. Aha. Um die aktuelle Meilenstein-Herausforderung anzugehen, wähle die Erde oder einen anderen Planetenkörper, um zum Bildschirm Missionsauswahl zu gelangen. Machen wir. Was haben wir denn hier? So, deine aktuellen Meilenstein-Herausforderung ist hier zu finden. Zusammen mit dem gewünschten Ziel und der angebotenen Belohnung. Die verbleibende Zeit für die aktuelle Herausforderung wird auf dem Tooltip angezeigt, die durch den Bewegen des Cursors über die Herausforderung aktiviert wird. Eine neue Meilenstein-Herausforderung wird immer dann verfügbar, wenn du die vorherige Herausforderung abgeschlossen oder nicht bestanden hast. Beachte, dass es keine Strafe für das Scheitern einer Meilenstein-Herausforderung gibt. Also, wenn wir keinen Malus dadurch haben, könnten wir es ja eigentlich immer versuchen, ne? So, das heißt, hier Anfragen haben wir keine, Höhenfotografie, doch haben wir, aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Ein Missionsfortschritt hat diese Mission im August 57 abgeschlossen. Im Juni 57, das ist mir egal, wir sind beim künstlichen Satellit hier. In 5 Monaten starten, voraussichtlich auf dem ersten Platz. Bäh. Wir wollen eigentlich hier weitermachen. So, dann zeig mal. Fertiggestellt in 1 Monat, vorgeschlagene Missionsfahrzeugteile. Topaz oder Emerald. Wir sind immer beim Jupiter am Forschen. Da müssten wir noch warten, ne? Gebäude. Zurück. So, das hier gehört auch zum Meilenstein, ne? Ist in Phasen unterteilt. Das heißt, ist das jetzt noch nicht fertig? Ich glaube, das ist noch nicht fertig, ne? Ne, guck, der braucht noch 1 Monat. Eine leistungsstarke frühe Rakete mit flüssigem Treibstoff, die von einer interkontinentalen ballistischen Rakete abgeleitet wurde. Okay, das wissen wir. Was haben wir jetzt? Künstlicher Satellit, Nutzlast fertiggestellt. Überspringen drücken. So. Unsere Ingenieure berichten, dass verschiedene Nutzlastverbesserungen den Bedarf an Trägerraketen verringert haben, doch das Medieninteresse an der Mission war geringer als erwartet. Minus 25% Bauzeit, minus 25% Unterstützungsbelohnung. Puh. Frechheit. So, vorgeschlagene Missionsfahrzeugdetails. Topaz oder Jupiter. Nee, Jupiter ist doch fertig. Können wir doch. Design ein Fahrzeug für diese Mission. So, klar, der muss hier rein. Können wir das jetzt hier? Design ein Fahrzeug. Hier kann ich nicht klicken. Neues Design. Jetzt gucken. Er hier, Oberstufe. Um diese Mission zu starten, benötigt es ein Fahrzeug, das in der Lage ist, die Nutzlast an ihren Bestimmungsort zu bringen. Ein Fahrzeug besteht aus einem Booster und einer Oberstufe. Okay. Oberstufe. Hier. Was haben wir? Keine. Hier findest du alle Oberstufen, die in deiner Agentur zurzeit zur Verfügung stehen. Wähle eine von ihnen aus, um ihre Statistiken anzuzeigen. Okay, was haben wir hier? Ariane 1. Okay. Eine Oberstufe muss in der Lage sein, die Nutzlast zu tragen. Das heißt, ihre Nutzlastkapazität muss mindestens der Masse der Nutzlast entsprechen. Auch muss ihr Max-Ziel mindestens dem Zielort der Mission entsprechen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Masse der Oberstufe, die die Größe des Boosters bestimmt, der zum Tragen erforderlich ist. Beim Design von Fahrzeugen wirst du häufig Teile verwenden, die du noch nicht erforscht hast.
Dies kann der beste Weg sein, um das perfekte Fahrzeug für die Mission zu entwerfen und wird dich nicht daran hindern, das Fahrzeug auszuwählen. Allerdings musst du die benötigten Teile recherchieren, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Für die meisten Missionen ist es eine gute Regel, eine Oberstufe mit einer Nutzlastkapazität nahe der Masse der Nutzlast zu wählen, um Baukosten und Bauzeit zu sparen. Es wird jedoch einige Umstände geben, unter denen größere Teile besser geeignet sind. Wenn du mit deiner Wahl zufrieden bist, drücke Teil auswählen. Okay. Mindestens 40 Kilo, das ist ja geil. Oberstufe 40 Kilo, Minimum 40 Kilo. Erdumlaufbahn. Das heißt Topaz, Scout. Was haben wir hier? Das ist Nutzlast 40 Kilo, 65% Zuverlässigkeit. Wir haben alle Startzuverlässigkeit. Das wollte ich eigentlich nicht. So, 40% Startzuverlässigkeit hätten wir dann schon hier. Eine Delta-Rakete, Scout, Topaz, 30, 20. Nehmen wir mal die mit der höchsten Startzuverlässigkeit. Weil ich würde das schon gerne schaffen. Da waren wir bei 38%, ne? Delta wären wir bei 40. Weil die wiegt 1,8 Tonnen. Mindestens 40. Ich glaube, die hier wäre besser. Das sind nur 2% weniger. Aber guck mal hier, 1,5 Tonnen weniger. So, jetzt bräuchten wir einen Booster, ne? Liftkapazität muss größer oder gleich der Masse der Oberstufe sein. Über eine Startrampe verfügen, die dir die Boostergröße unterstützt. Hier findest du alle deine derzeit verfügbaren Booster. Weitere Booster und Oberstufen werden hinzugefügt, wenn du neue Ehren erreichst. Wähle einen kleinen Booster aus, um seine Statistiken anzuzeigen. Das heißt den hier, wa? Die Hauptanforderung an einen Booster ist, dass er in der Lage ist, die Oberstufe zu tragen. Das bedeutet, dass seine Hubkapazität mindestens gleich der Masse der Oberstufe sein muss. Okay. Eine weitere wichtige Booster-Statistik ist die erforderliche Startrampe. Dadurch wird die Größe der Startrampe bestimmt, die zum Start des Fahrzeugs benötigt wird. Booster und Oberstufen erhalten jedes Mal, wenn sie einen Start eingesetzt werden, eine Erfahrungsstufe bis zu maximal 5. Jedes gewonnene Level erhöht die Startzuverlässigkeit für dieses Teil. Verschiedene Teile erhalten unterschiedlich viel Startzuverlässigkeit pro Stufe. Teile, die mit einer niedrigen beginnen, aber eine große Menge pro Stufe erhalten können, eine gute Investition sein, wenn du bereit bist, ein paar ungewisse frühe Starts zu riskieren. Um mehr Informationen über die Stufe eines Teils anzuzeigen, bewege den Cursor über diesen LV-Text. Aha. Aktuelles Level 0. Ist ja, was haben wir hier? Hubkapazität 6,4 Tonnen und das Ding wiegt 390 Kilo. Ja, das wäre mal total übertrieben, würde ich sagen. Ne? Booster 8 Tonnen hier auch. Booster 1,2 Tonnen, das würde schon eher gehen mit der Jupiter. Hier haben wir 1000. 4 Monate Bauzeit, 4 Monate Bauzeit. 255.000, 190.000, 70%, 75%. Ich würde sagen, wir nehmen mal unsere neue Jupiter. Ja? Das passt, wir haben ein klein bisschen mehr, als wir brauchen. So sind wir auf der sicheren Seite. So. Du kannst hier überprüfen, ob die von dir gewählte Kombination von Oberstufe und Booster für die Mission gültig ist. Wenn das nicht der Fall ist, probiere verschiedene Kombinationen aus, bis du eine findest, die funktioniert. Oberstufe, was steht hier? Wenn du einen gültigen Entwurf hast, mit dem du zufrieden bist, wähle bestätigen. Können wir das jetzt so bestätigen? Ein Teil benötigt Forschung. Okay, eines oder mehrere in deinem Fahrzeug verwendeten Teile müssen untersucht werden, um mit dem Bau beginnen zu können. Du kannst diese Schaltfläche wählen, um zum Fahrzeugforschungsbaum zu navigieren, wo die erforschlichen Forschungsrouten hervorgehoben werden. Ah, also genau das, was wir wollten. Das heißt, wir gehen nochmal hier rein. Hier, okay. Zeig mal hier, erforderliche Fahrzeugteile wäre Oberstufe Topaz. Aber natürlich genau die verkehrten erforscht, ne? Ich würde das dann gerne nochmal zugeteiltes Fahrzeug bearbeiten. Hier, Oberstufe. Wir haben keine davon. Das heißt, wir müssen das so machen, ne? 40 Kilo, 40 Kilo, dann wiegt das Ding auch nur 400 Kilo. Wenn wir das so nehmen. Das wiegt 1000, okay. Wähle Teil bestätigen. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal hier Oberstufe Topaz erforschen. Jetzt habe ich Abel genommen, ne? Nee, dann erforsch mal Topaz.
Und wir müssen unsere Rakete jetzt gleich nochmal anders machen. Bearbeiten. Oberstufe nicht Able, sondern Topaz. So. Wähle Teil. Jawohl. Bestätigen. Habe ich wieder alles hin und her gemacht. Jetzt müssen wir sowieso erst warten, bis das Ding erforscht ist, ne? Tut ihr das jetzt hier erforschen? Ja. Vielleicht ist ja auf dem Mond noch was los. Aber hier ist, glaube ich, gar nichts. Bemannte Mondlandung, da könnte man schon gucken. Aber erstmal brauchen wir den Satelliten hier. Die meckern ja wieder. Was ist denn hier? Hier könnte man noch einen Teststart machen. Geht aber nicht, wir haben ja nur die eine Rampe. Was will er denn hier? Aktive Mission, ja. Ich weiß, künstlicher Satellit. Fahrzeug erforschen. Topaz, genau. So. Jetzt sollte er das machen. Zurück, zurück. Richtig, keine Forschung festgelegt, sagt er mir. Aber, wir sind doch hier am Erforschen. So. Bitteschön. Zeigt's mir aber nicht hier unten an. 0 von 150, machen wir nächster Monat. Einen kleinen Festbrennstoff, wo ich Basissatelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen kann. Okay. China wird künstlich einen Satellit in 6 Monaten starten. Okay, für die Mission des künstlichen Satelliten sind jetzt abgeschlossen. Das bedeutet, der Bau des Fahrzeugs kann beginnen. Dann müssen wir mal weitermachen, ja? So. Wir bauen das Ding. Dauert 3 Monate. Gefällt mir gar nicht. Wie viel Geld haben wir noch? 270.000. Gebäude. Vielleicht könnten wir hier mal schon gucken. Raketentestrampe. Ein Raketentest-Startrampe wird weitere und strengere Fahrzeugmotorentests ermöglichen, die zu zuverlässigeren Starts führen werden. Ah, Montageanlage für Raumfahrzeuge kostet 100.000. 100.000. 100.000. Mission. Mondumlaufbahn. Belohnung für Unterstützung. Ah, mach mal. Wir können schon mal Grundlagenforschung betreiben. Wir müssen jetzt 3 Monate warten, bis Anubis fertiggestellt ist. In 6 Monaten starten. Okay. Komplett abgeschlossen. Nehmen wir mal an, die USA haben ihre Rakete jetzt schon losgeschickt. Unsere Ingenieure haben berichtet, dass der Bau der Trägerraketen ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen wurde. Startvorbereitung. Ah, Startdatum, setzt ein Startdatum fest. Jetzt im Juli noch. China, Sowjetunion. Uiuiui. Wir nehmen jetzt den Juli direkt. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Einfach so hau drauf. Juli 58. Zack, zum Sonnensystem. Das heißt, Start des künstlichen Satelliten. Ich bin mal gespannt, ob wir es noch auf Platz 2 schaffen damit. Die Forschung ist auch schon wieder fertig. Wie schnell geht das denn bitte? Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hier eine Raketentestrampe bauen. Beziehungsweise erforschen. Dass das da mal ein bisschen weitergeht. So. Nächstes Event bitte. Künstliche Satellitenkrise. Mehrere Zeitungen haben eine Krise erklärt, nachdem NASA den weltweit ersten künstlichen Satelliten gestartet hat. Obwohl die NASA die vollständigen Spezifikationen der wissenschaftlichen Instrumente des Satelliten veröffentlicht hat, behaupten einige Artikel, dass der Start eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung darstellt und in der Öffentlichkeit Besorgnis hervorruft. Deine Berater schlagen vor, die wissenschaftliche Leistung zu loben, um die Ängste der Öffentlichkeit zu dämpfen und deine Reputation bei der NASA zu verbessern. Alternativ könnte deine Agentur Unterstützung für ihr Weltraumprogramm gewinnen, indem sie aus der Angst Kapital schlägt. Besorgnis? Nein, wir loben das natürlich. Wir wollen ja gerade unseren eigenen hochschießen, ne? Deine Agentur hat eine Erklärung veröffentlicht, in der die wissenschaftliche Leistung der NASA gelobt wird. Dieser Start stellt den Beginn eines friedlichen Zeitalters der Weltraumforschung dar, von dem die gesamte Menschheit profitieren wird. Sehr gut. So muss das sein. So muss das sein. Optimales Datum, kein Training festgelegt, haben wir auch nicht. Mission starten, würde ich sagen. Wir sind Zweiter. Oh, nee. Okay, wir haben aber die anderen noch überholt. Die haben gar nichts gemacht hier, die Japaner. Dann schauen wir mal, was unsere zweite Rakete macht. Gucken, ob das noch lauter wird, weil das Ding ja größer ist. Ich bin gespannt. Wehe, die explodiert wieder. Wehe. Starttag Anubis, Juli 58. Unser erster Satellit, der ins All geschossen werden soll. Ja, das sieht schon ein bisschen mehr nach Rakete aus. Angemessene Bedingungen, plus 1%. Nein, wir fahren fort. Achtung, mal gucken, wie laut das wird.
wieder Ohrstöpsel. Jetzt explodiert das Ding da schon auf der Rampe. Da brauchen wir auch eine neue Rampe, die auch explodiert. Das ist echt laut. Aber gut, Raketen sind nun mal laut. Aber wir haben es geschafft. Dann zeig mal. 20%. Kritische Verzögerung. Minus eine Runde in der ersten Aufgabe der Mission. Was? Pah. Jupiter auf plus 1, plus 1%. Wow. Oberstufe plus 3%. Super. Fortfahren. Aber das Ding ist im All, ne? Sehr gut. Erreichen die Erdumlaufbahn. Sammeln 2-2. Daten sind die kombinierten wissenschaftlichen, sensorischen und navigatorischen Messwerte, die von der Instrumentierung der Nutzlast gesammelt werden. Okay. Kommunikation ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Mission Control und für die Übertragung der von der Nutzlast erhaltenen Daten. Das hört sich doch gut an, oder? Wir haben unseren ersten Satelliten ins All geschossen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.